Hallo, mein Name ist Christiane Böhm. Ich bin hessische Landtagsabgeordnete und kümmere mich für die Linke um das Thema Gesundheit. Gesundheit ist in diesem Jahr eines der wichtigsten Themen. Corona hat uns alle betroffen, egal ob wir selbst erkrankt sind oder unserer Familie eine Erkrankung vorkam oder ob wir unter den Beschränkungen ja zum Teil auch gelitten haben, zum Beispiel unter den Masken tragen. Und viele der Einschränkungen sind damit begründet, dass wir keine Überforderung des Gesundheitssystems erleben wollen. Und wir wollen nicht die Situation haben, wie wir es in anderen Ländern gesehen haben, Italien, Frankreich und in den USA oder in Brasilien, wo überhaupt nicht in der Lage waren, mit der Erkrankung umzugehen. Dort sind ja viele Menschen gestorben. Viele überleben zwar, aber mit langfristigen Erkrankungen. Und es gab nicht mal genügend Beatmungsgeräte für die Menschen. Es gab nicht mal genug Krankenhausbetten, die die Menschen versorgen konnten. Deswegen, ein Gesundheitssystem, was gut aufgestellt ist, kann mit Covid-19 besser umgehen. Und wenn jetzt die Fallzahlen steigen oder wenn eine andere Erkrankung kommt, die ähnlich ist, dann brauchen wir ein wirklich richtig gut aufgestelltes Gesundheitssystem. Corona hat uns gezeigt, wo die Probleme im Gesundheitswesen liegen. Und als Politikerin setze ich mich dafür ein, unser Gesundheitssystem besser zu machen, dass mehr und gezielter investiert wird in das Gesundheitssystem. Und es gibt ja eine Menge an Erkrankungen außerhalb von Corona, die wir gut behandeln müssen. Und deswegen möchte ich euch einladen, lasst uns mal gemeinsam anschauen, welche Probleme es hier im hessischen Gesundheitswesen gibt und was wir denn als Partei Die Linke für Vorschläge haben, dieses besser zu machen. Los geht's. Fangen wir an mit den Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten. Zu Beginn der Corona-Pandemie haben sich sehr viele Menschen abends ans Fenster gestellt und haben den Menschen applaudiert, die ihre Dankbarkeit und Wertschätzung gezeigt, die ihren Kopf dafür hergehalten haben, für uns, die Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte, aber auch die Verkäufer und Verkäuferinnen, natürlich auch das Reinigungspersonal und viele weitere Berufsgruppen. Das war super und ich bedanke mich bei allen, die auf diese Weise ihren Respekt gezeigt haben. Aber als Linke sage ich auch, Klatschen macht nicht satt und zahlt auch keine Miete. Und damit wären wir beim ersten Problem, denn in vielen dieser Berufe, wo ganz vorwiegend Frauen arbeiten, sind die Löhne wirklich miserabel. Dabei sind diese Berufe unverzichtbar. Würden von heute auf morgen beispielsweise alle Pflegekräfte in den Krankenhäusern, in Seniorenheimen oder bei den Pflegediensten aufhören zu arbeiten, würde innerhalb von wenigen Tagen gar nichts mehr gehen in unserem Land. Deswegen sagen wir als Linke, diese Berufe sind systemrelevant. Das spiegelt sich aber weder in den Löhnen noch in den Arbeitsbedingungen wider. Schwere körperliche Arbeit, lange Arbeitszeiten, keine verlässliche Arbeitszeit, ständig damit leben müssen, dass man die Dinge, die eigentlich auf dem Arbeitsplan stehen, nicht vollständig erledigen kann, obwohl es um Menschen geht. Dauerstress und das für einen nicht angemessenen Lohn, das ist in vielen Fällen der Alltag von Pflegekräften. Das hält kaum jemand durch bis zur Rente, zumindest in Vollzeit, und viele junge Leute schreckt das auch ab. Deswegen haben wir in diesen Bereichen einen Mangel an Fachkräften. Und da unsere Gesellschaft im Schnitt ja immer älter wird, werden wir zukünftig viel mehr Menschen brauchen, die bereit sind, Pflegerinnen oder Pfleger zu werden. Was ist jetzt zu tun? Die Bundesregierung hat jetzt einen Corona-Bonus eingeführt. Jede Pflegekraft in der Altenhilfe, wo die Löhne ja besonders niedrig sind, bekommt einmalig 1.500 Euro extra. Pflegekräfte im Krankenhaus sollen auch diesen Bonus bekommen. Das klingt erstmal gut, aber ehrlich gesagt, wenn die 1500 Euro alles sind, dann ist der Lohn immer noch derselbe schlechte, dann sind die Arbeitsbedingungen immer noch schlecht und die Miete bleibt dauerhaft hoch und der Rücken tut weiter weh. Also das reicht nicht. Wir brauchen stattdessen dauerhafte Verbesserungen. Als Linke fordern wir erstens einen Pflegemindestlohn von 15 Euro, eine Tarifbindung für die ganze Pflegebranche, sodass einzelne Betriebe nicht aus dem Tarifvertrag aussteigen können, Verbesserungen im Arbeits- und Gesundheitsschutz. Wir brauchen viertens mindestens 11.000 zusätzliche Pflegekräfte in Hessen und wir brauchen eine solidarische Pflegevollversicherung.
Jetzt denken einige von euch bestimmt, alles richtig, aber wer sollte das bezahlen? Kommen wir jetzt zum zweiten Thema, zur Finanzierung unseres Gesundheitswesens. In Deutschland zahlen wir die meisten medizinischen Kosten über das Solidarsystem der Krankenversicherung. Hinzu kommen Anteile aus Steuern, zum Beispiel Investitionen in neue Gebäude, Praxen, Kliniken oder technische Geräte. Und ein Teil der Kosten ergeben sich aus Zuzahlungen, die jeder von uns selbst zahlen muss, bei Medikamenten oder für medizinische Zusatzleistungen, zum Beispiel für die Brille, die nicht von den Krankenkassen bezahlt werden müssen. Und bei der stationären Gesundheitsversorgung gestaltet sich das so. Bis vor 30 Jahren hat ein Krankenhaus einfach die Kosten erstattet bekommen, die für eine Krankenbehandlung, für Personalkosten und Investitionen erforderlich waren. Das nannte sich Selbstkostendeckung. Da die Kosten vollständig erstattet wurden, gab es das Verbot, Gewinne zu machen. Heute ist das leider nicht mehr so. Da gibt es die sogenannten Fallpauschalen. Das heißt, jede Diagnose hat eine Nummer und für jede Nummer erhalten die Kliniken eine feststehende Vergütung durch die Krankenkassen gezahlt. Dabei spielen die wirklichen Kosten der Behandlung nur eine untergeordnete Rolle. Warum hat man denn das gemacht? Die Fallpauschalen sollten die Kliniken dazu bringen, dass sie sparsamer sind und die Kosten der Gesundheitsversorgung sollte sinken. So wurde es behauptet. Aber hier schon mal ein Spoiler. Das Gegenteil ist passiert. Die Kosten sind weiter angestiegen, sogar stärker als zuvor. Das Hauptversprechen der Gesundheitsreform, und davon hatten wir viel in den letzten Jahren, an die Beitragszahlungen konnte also nicht gehalten werden. Zudem haben die Fallpauschalen noch weitere negative Effekte. Ein Beispiel mal zur Erklärung. Stell dir vor, möchte ich niemandem wünschen, brichst dir ein Bein und muss stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Eine Kommission hat errechnet, dass Menschen mit einem Beinbruch durchschnittlich 5 Tage im Krankenhaus sind. Und diesen Durchschnitt, das Wert, das gibt die Fallpauschale. Und die Krankenkasse bezahlt dafür dann an das Krankenhaus. Dabei ist es völlig egal, ob der Durchschnitt 5 oder vielleicht nur 3 Tage oder ob du 10 Tage im Krankenhaus bleiben musst. Die Klinik bekommt jedes Mal denselben Betrag. Das Krankenhaus muss jetzt zusehen, wie kommt das mit diesem bewilligten Geld klar. Wenn euer Bett jetzt 5 Tage bezahlt worden ist von der Krankenkasse, ihr aber nur 3 Tage drin liegt, dann macht die Klinik einen Gewinn. Liegt ihr aber 10 Tage drin, dann bleibt die Klinik auf den zusätzlichen Kosten sitzen. Wenn ihr aber nur 2 Tage im Krankenhaus seid, dann bekommt die Klinik wieder von der Krankenkasse Geld abgezogen. Und in der Regel haben die Kliniken ein wirtschaftliches Interesse, möglichst viele Patientinnen und Patienten in möglichst kurzer Zeit zu behandeln. Das klingt erstmal super, denn wer liegt schon gerne im Krankenhaus? Das führt aber auch dazu, dass Patientinnen und Patienten nach Hause geschickt werden, obwohl sie eigentlich noch im Krankenhaus bleiben müssten, und das kann durchaus schlimme gesundheitliche Folgen haben. Eine zweite Möglichkeit, um mit diesem Geld der Fallpauschalen zurechtzukommen, ist die Reduzierung der Leistungen für die Patientinnen und Patienten. In so einer Fallpauschale steht nämlich nicht drin, wie viele Krankenschwestern und Krankenpflegekräfte auf einer Station sind, wie viele Ärztinnen und Ärzte du zu Gesicht bekommst. Das hat ganz wesentlich dazu beigetragen, dass in Krankenhäusern Personal eingespart wurde. Und heute stellt die Regierung ganz überrascht fest, dass dieses Personal fehlt und die verbliebenen Kolleginnen und Kollegen die Arbeit mitmachen müssen. Ein dritter Punkt ist, dass inzwischen viele private Gesundheitskonzerne im Krankenhaussektor mitmischen. Mit der Einführung der Fallpauschalen ist nämlich auch die Möglichkeit geschaffen worden, Gewinne mit der Gesundheitsversorgung zu machen. Die Folge ist, die Kliniken drücken das Personal runter, wollen die Menschen, die Patientinnen und Patienten schnell aus der Klinik bekommen und dann noch viele Operationen machen, für die sie hohe Vergütungen bekommen. Dann kann man nämlich mit einer Gesundheitsversorgung richtig viel Geld verdienen. Aber darunter leiden die Beschäftigten, aber natürlich auch die Patientinnen und Patienten, die nicht gut versorgt werden oder zu teure oder auch nicht notwendige Operationen bekommen.
Und am Ende schütten genau diese Gesundheitskonzerne dann hohe Dividenden an ihre Aktionäre aus. Also Geld, was mit den Beiträgen unserer Krankenversicherung bezahlt worden ist, das macht einige Reiche noch reicher. Und da, wo es ums Geldmachen geht, da gerät die menschliche Gesundheit unter die Räder. Aber selbst Kliniken, die den Kommunen gehören oder kirchlichen Trägern beispielsweise, müssen heute Gewinne machen, weil notwendige Investitionen seit Jahren nicht mehr von der Landesregierung finanziert werden. Alleine bei den hessischen Kliniken fehlen so 300 Millionen Euro jedes Jahr. Das zwingt selbst die öffentlichen Kliniken zur Gewinnorientierung, um das auszugleichen. Das ist ein völlig abstruses System. Auch sie sind gezwungen, auf möglichst teure und komplizierte Operationen sich zu spezialisieren, um die Klinik erhalten zu können. Und aufgrund dieses wirtschaftlichen Drucks werden beispielsweise Stationen wie Geburtshilfe oder Kinderklinik geschlossen, da diese viel Personal vorhalten müssen, aber keine garantierten Einnahmen haben. Das hat dazu in Hessen geführt, dass innerhalb von 10 Jahren 25% der Geburtskliniken geschlossen wurden. Für die Linke steht fest, dass die Einführung der Fallpauschalen vieles im Gesundheitswesen deutlich verschlechtert hat. Deshalb wollen wir eine Rückkehr zur Selbstkostendeckung. Jede Klinik soll die realen Kosten plus die notwendigen Investitionen bezahlt bekommen. Zweitens, ein Verbot der Gewinnerzielung. Gesundheit ist keine Ware und darf nicht zur Bereicherung von Aktionärinnen und Aktionären dienen. Drittens, die Gesundheitsversorgung muss wieder Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge werden und muss gestärkt werden. Private Wirtschaftsinteressen haben hier überhaupt nichts verloren. Es wird aber nicht reichen, einfach nur die Entwicklung um 30 Jahre zurückzudrehen. Es hat sich ja einiges geändert. Zum Beispiel können heute viele Operationen ambulant durchgeführt werden, wo man früher einige Tage im Krankenhaus verbringen musste. Auch die Digitalisierung hat im Gesundheitswesen Schritt gehalten. Wir stehen vor vielen Herausforderungen. Wie sichern wir die Qualität einer guten medizinischen Versorgung? Das ist ja mehr, als dass wir ausreichend Personal haben. Wie garantieren wir, dass genug Ärztinnen und Ärzte im ländlichen Raum ihre Praxis haben? Wie stellen wir sicher, dass die Vorteile digitaler Kommunikation sich entfalten können, ohne dass die Datensicherheit gefährdet ist? Wie schaffen wir es, dass nicht immer mehr Stationen oder ganze Kliniken sogar ersatzlos geschlossen werden und die stationäre Nahversorgung für die Menschen wegfällt? Ein entscheidender Schlüssel ist aus Sicht der Linken eine regional ausgerichtete und funktionierende Gesundheitsplanung. Planung ist was, von dem die hessische Landesregierung im Übrigen gar nichts wissen will. Und dazu gibt es im nächsten Video mehr Infos, wenn ihr Lust habt. Dann stelle ich euch den linken Gesundheitsplan für Hessen vor. Bis dann, eure Christiane Böhm.